Guten Tag, ich bin Dasha Schulz und heute sind wir wieder mit dem Programm tatsächlich via Skype mit Chris Sittelmeier. Chris ist ein politischer und Friedensaktivist. Guten Tag, Chris. Guten Tag. Chris, könnten Sie mir mal bitte sagen, gucken Sie mal, jetzt geht ja so, so vor, kommt es so vor, als ob Amerika aus Russland die zweite Ukraine machen will. Weil Sie Russland die ganze Zeit mit neuen Sanktionen bewerfen, versuchen Sie aus Russland wirklich eine zweite Ukraine darzustellen, mit Hilfe von der EU. Und das nächste halt ist dann die Europa dran. Denkt die Deutschland vielleicht oder Europa etwas davon oder verstehen die Menschen das nicht? Das ist alles nur ein guter Plan, ein gut geplanter Plan ist von Amerika oder was halten Sie davon? Also die USA haben das von Anfang an als Ziel gehabt. Das eigentliche Ziel war nie Irak, war nie Libyen, war nie Syrien. Das eigentliche Ziel sind Russland und China. Das ist ganz klar. Also diese Staaten, die die USA im Visier hatten die ganze Zeit, das sind alles ehemalige Verbündete der Sowjetunion, strategische Partner der Sowjetunion gewesen und sind danach für das wieder erstarkte Russland auch natürlich die Ansprechpartner Nummer 1 gewesen und man hat natürlich dort seine Verbindungen aufgebaut, nachdem sich Russland dann natürlich wieder aus den Trümmern der Perestroika erhoben hat. Ich verstehe. Und was denken Sie, wenn zum Beispiel jetzt Amerika schafft, Russland und Europa gegeneinander aufzuhetzen, dass Russland kein Gas mehr an Europa weiterleitet, dann muss ja halt Europa Gas bei Amerika kaufen. Ist es günstig? Ja, ist es günstig für die Europa oder ist es nicht so gut für die Europa? Das ist nicht günstig, das ist Fracking-Gas. Was die Amerikaner uns anbieten, ist Fracking-Gas oder Gas aus anderen zweifelhaften eroberten Gebieten. Also es ist weder für uns gut, noch wenn es Fracking-Gas ist, ist es wie für die amerikanische Bevölkerung gut. Für Russland ist es nicht gut, weil es keine Einnahmen hat. Und um das Land zu modernisieren, ist es für alle schlecht. Die einzigen, die davon profitieren, das sind halt die Finanzeliten der USA, weil sie damit einen Gegner strategisch schwächen und sie müssen diesen Kampf dann gar nicht selbst führen. Die Amerikaner sind ja nicht wahnsinnig, sie werden sich nicht in Konfrontation mit Russland direkt begeben, sie werden das die Europäer machen lassen. So wie das schon zweimal im 20. Jahrhundert der Fall war. Die Europäer haben sich gegenseitig aufgerieben und aufgestiegen sind die Amerikaner als neue Supermacht. Okay, Chris, was muss denn noch alles passieren, dass Europa eigentlich begreifen tut, wer der richtige Feind ist? Das ist doch offensichtlich, dass Russland kein Aggressor ist. Ich weiß ja nicht, nein, ich verstehe, dass in Deutschland, in der Europa sehr oft gesagt wird, dass Putin das Böse ist. Russland ist ein Aggressor. Aber wenn man einfach guckt, was jetzt passieren tut, man kann doch sehen, dass Russland, wir tun nichts extra selber machen, wir tun uns nur wehren. Und Amerika ist halt der alles angefangen hat und fortbringt. Also das ist natürlich richtig, ja. Also Russland ist mir ist jetzt keine große Konfrontation der Weltgeschichte bekannt, in der Russland der Aggressor war. Vor etlichen 100 Jahren mag das ja mal gewesen sein, aber in der jüngeren Vergangenheit nicht. Also es ist natürlich richtig, dass das wird auch nicht passieren. Die herrschenden Eliten in Europa und die herrschenden Eliten der USA sind strategische Verbündete. Die interessiert weder die Interessen der europäischen Völker noch die des amerikanischen Volkes. Es ist ja so, dass die große Teile dass der deutschen Wirtschaftseliten ja auch nicht mit diesem Anti-Russland- und Anti-Putin-Kurs einverstanden sind und hervorragende Geschäfte machen wollen mit Russland, einem aufstrebenden Markt. Und auch in deren Interesse ist das nicht. Aber wie gesagt, das ist alles eingebunden in eine transatlantische Agenda,
der sich alle zu fügen haben. Also Deutschland vertritt in dem klassischen Sinne nicht mal seinen eigenen Imperialismus, es vertritt den US-Imperialismus politisch. Die eigene Wirtschaftselite hat auch in großen Teilen keinen Vorteil von dieser Konfrontation in Europa. In der direkten Nachbarschaft ist das immer schlecht. Frage, Chris, verstehen Sie eigentlich, dass die Mainstream-Medien eine Kriegshetze treiben, dass sie nicht die Wahrheit berichten und dass sie einfach wirklich Kriegshetze treiben? Ja, es ist unerträglich. Es ist unerträglich, wie wenig. Ich verfolge das seit 2003 im Irak, dann die Schönrednerei der israelischen Aggression im Libanon, dann Libyen, Syrien und eben jetzt Ukraine, wieder zurück in Europa, dort, wo man 1999 mit Jugoslawien angefangen hat. Also alles, was sich der transatlantischen Hegemonie und damit der amerikanischen Hegemonie widersetzen will, wird platt gemacht. Dem einen oder mit entweder man versucht es erst friedlich, wenn sich die Leute weiterhin wehren, dann wird gebombt. Und was ist Ihre Quelle? Wo tun Sie die Information? Suchen, wo recherchieren Sie nach der Wahrheit? Das ist verschieden. Man kann sich nicht wieder verfolgen, Mediengeschäft, sondern Agenten. Es gibt verschiedene Quellen. Zum Beispiel im Zwickenkonflikt war Anna für mich eine gute Quelle. Oder Russia Today. Oder ich lese auch, obwohl es mir ideologisch nicht sehr nahe steht, das Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer. Also man muss sich die Mühe machen, Informationen zu suchen. Es braucht mehr Leute, die die Informationen suchen, sammeln und aufbereiten, damit man gegen dieses Dauerfeuer aus den Medienkonzernen etwas ausrichten kann. Aber langsam aber sicher wachen immer mehr Leute auf, habe ich das Gefühl, zumindest. Ich hoffe und die Hoffnung, dass wir uns nicht wieder in einen Wahnsinn treiben lassen. Okay, Chris, danke Ihnen sehr. Danke, dass Sie die Zeit gefunden haben, ein Interview zu geben. Das ist sehr nett von Ihnen. Ihre Meinung ist sehr wichtig für uns. Ich möchte mich jetzt verabschieden, möchte Ihnen noch einen guten Tag wünschen und hoffe, dass wir uns vielleicht bald wieder hören. Alles klar, vielen Dank. Danke Ihnen, Chris. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war Chris Sittelmeier. Er ist ein politischer und Friedensaktivist. Alles Gute, das war das Programm tatsächlich. Wir sehen uns bald wieder.